so ein tolles Brot aus altem Brot machen. Das zeige ich dir jetzt, wie das geht. Wie sich das anhört. Guck dir mal bitte an, was das für eine coole Krume ist. Und das machen wir, indem wir erstmal 100 Gramm Altbrot reiben, mahlen, wie auch immer. Das mit 12 Gramm Salz vermischen und 200 Milliliter kochendes Wasser dazugeben. Denn das, was wir jetzt hier herstellen, ist ein sogenanntes Brühstück. Also du machst das Wasser drauf, vermisch das Ganze so ein bisschen und dann soll das ungefähr 40 Minuten im Kühlschrank runterkühlen. Dann kannst du das weiterverarbeiten. Dann gibst du als erstes mal in deine Maschine, deine Schüssel, was auch immer du benutzt, das Brühstück zusammen mit 500 Gramm Weizenmehl 550er. Wir nehmen 80 Gramm frische Hefe, weil wir ja noch ein relativ schnelles Brot haben wollen. Und diesmal 300 Milliliter kaltes Wasser. Das geben wir zu den ganzen Zutaten, die wir schon in der Maschine haben. Und dann wird das erstmal langsam vermengt. Ungefähr 5 Minuten. Und dann stellst du die Geschwindigkeit etwas höher, ungefähr 10 Minuten, bis sich der Teig komplett vom Schüsselrand löst. Und ich habe ein neues Küchenspielzeug, mit dem ich immer meine KitchenAid-Haken sauber mache. Das ist der Teigschaber, der hier so eine Aussparung hat. Dann brauche ich nämlich fast nichts mehr spülen. Fand ich total genial, wollte ich dir mal zeigen. Genauso wie das hier. Ich möchte weniger Frischhaltefolie verwenden und deswegen habe ich hier von Kochblume den Frischfix, der sich so ansaugt. Da kannst du wirklich die ganze Schüssel mit hochheben und dann kannst du das einfach immer wieder verwenden, ohne auch nur immer Frischhaltefolie zu nehmen. Der Teig geht dann ungefähr 50 Minuten bei Raumtemperatur und nach ungefähr 25 Minuten machen wir einmal Dehnen und Falten. Das ist das, was du hier siehst. Wir ziehen den Teig so ein bisschen in die Länge und klappen ihn einmal über sich selbst. Dann haben wir noch 25 Minuten, die das Ganze gehen muss. Nach der Gare pudere ich dann erstmal mein Gärkörbchen mit Mehl ein, damit der Teig, der ja doch relativ feucht ist, mir da nicht drin anklebt. Und dann kommt natürlich wieder die Backmatte an den Start. Das weißt du ja schon, dass ich die immer verwende. Auch die wird eingemehlt, damit ich das Brot dann zu einem schönen Leib formen kann, ein bisschen Spannung reinbringe und dann lege ich das mit dem Schluss nach unten in das Gärkörbchen. Das setze ich dann nochmal für 30 Minuten zur Schlussgare und gebe das dann in den vorgeheizten Topf. Vorsicht, der ist wirklich richtig heiß und guck mal, wie schön das aussieht. Das Reinkippen ist immer ein bisschen schwierig. Ich habe es fast gerade hinbekommen. Also irgendwann kriege ich das dann auch mal richtig schön hin. Jetzt kommt das Ganze in den Ofen. 45 Minuten, erst bei 250 und dann immer ein bisschen weniger runter machen. Und guck dir mal bitte an, wie cool das aussieht. Das schmeckt so gut. Diese Krume und dieses Aroma durch das alte Brot ist der Hammer. Und wenn du jetzt zum Beispiel Tante Hedwigs Hausbrot kennenlernen möchtest, dann klick doch einfach hier.